Puh, da ist sie. Diesmal verliere ich sie nicht. Sie geht weiter. Diese Person hilft dir vielleicht bei der Entführung. Ich darf mich nicht entdecken lassen. Okay, folgendes. Das ist ein Fall für Cat. Black Cat. Schnauze! Ja, renn auch noch in ihre Richtung! Dumme Fotze! Mit wem redet sie da? Ich habe keine Ahnung. Hoppla. Ob diese Person auch mit der Entführung zu tun hat? Sehr mysteriös. Moment mal, wer ist das kleine Mädchen? Wurde sie auch mal entführt? Ob das ihr Versteck ist? All diese Leute müssen unter einer Decke mit ihr stecken. Ich sage lieber mal dem Reporter Bescheid. Bist du der Frau bis zum Versteck des Verbrechersyndikats gefolgt? Naja, ja und nein. Es ist weniger ein Verbrechersyndikat als eine Familie. Verstehe ich nicht. Ich komme jetzt dorthin. Mach unbedingt ein paar Fotos. Alles klar. Am besten mache ich ein Foto von den beiden zusammen und eins von dem Gebäude. Ah, jetzt stehe ich wieder hier oben drauf. Okay. Ja, genau. Geh mit deiner... Super, ein Foto habe ich schon. Geh ruhig mit deiner Bumsbühne dann durch. Oh. Nimm Beweisfotos auf. Perfekt. Okay. Wir sind perfekt, hast du das gehört? Moment mal, das ist das Kind. High five, man! Sonderlich entführt sieht er mir ja gar nicht aus. Hab ich dich, Entführerin! Was willst du? Was ich will? Was willst du, du Entführerin? Was? Moment, redest du etwa von diesem Jungen hier? Von wem sonst? Verrate mir doch, hast du vor, ihn gegen Lösegeld festzuhalten? Ich mag ja arm sein, aber so verzweifelt bin ich nicht. Rede nicht so über meine zukünftige Mutter. Was? Zukünftige Mutter? Ernsthaft? Damit ist das recht... Damit ich das recht verstehe. Dieser Junge aus Havina hat sich in ein Mädchen aus Regona verliebt und sich seitdem heimlich mit ihr getroffen. Wahre Liebe kennt keine Hindernisse, auch nicht Reichtum. Ich weiß, du willst bei mir sein, aber heimlich geht es nicht. Deine Familie sorgt sich. Als er sich das erste Mal hierher schleichen wollte, habe ich ihn nach Havina gejagt. Diesmal habe ich erst gemerkt, dass er in mein Boot geschlüpft war, als wir ankamen. Ich kann schon verstehen, dass er es so aussah, als wäre ich eine Entführerin. Mutter, darf ich trotzdem noch herkommen? Ich weiß, dass du sie aufrichtig liebst, aber du bist noch viel zu jung. Und du darfst nicht ohne Erlaubnis deiner Eltern hierher kommen. Du hast sicher Angst, dass deine Eltern dir verbieten, herzukommen. Aber wenn du sie wirklich weiter besuchen möchtest, wirst du sie überzeugen müssen. Ich tue, was immer nötig ist. Tut mir leid für das Missverständnis. Ach, missverstanden zu werden, sind wir hier unten gewohnt. Ich wünschte nur, die Kinder müssten nicht in unsere Welt aufwachsen. Ja, das ist schon eine beschissene Welt. Es ist schon fast das Real Life, was wir hier gerade spielen. Nur, mit ein paar, Gimmicks wie Gravitationsschiffen, Navy-Stimmen und so weiter. Ich habe den Jungen zu seinen Eltern nach Havina zurückgebracht. Tut mir leid, dass du deine Titelstory nicht bekommen hast. Vielleicht keine Titelstory, aber eine Story ist es auf jeden Fall. Eine Liebe, die Klassenunterschiede überwindet. Jeder sollte selbst wählen dürfen, wen er liebt, und da geben diese Kinder Hoffnung. Diese Geschichte hat mir gezeigt, wie blind ich für die Probleme unserer Gesellschaft war. Darum möchte ich sie nutzen, um auch anderen die Augen zu öffnen. Ich freue mich schon darauf, den Artikel darüber zu lesen. Sehr gut! Black Cat hat den Tag gerettet. Yay, dich zu finden! Hunde, Hunde!
Autofilter sanft. Ah ja. Das war bestimmt... Nein, war nicht Raven. Das war Nightgale. Nachtwind. Okay. Ah, da. Haben wir hier... Sidey, Questy, Durchi, Machi. Da kommen wir nicht hin. Ja, wollen wir mal kurz gucken. Da haben wir auch eine Sidequest. Aber irgendwie komischerweise keinen verschissenen Goodie. Das geht gar nicht. Bevor ich die Mini-Aufnahme beende... Aber ich lasse mich einfach fallen. Läuft schon. So, ich möchte mal gucken, ob ich da unten einen Goodie finde. Wenn ja, wäre das toll. Guck mal, eine Parade an Luftbooten. Unsere letzte Amtshandlung in dieser Aufnahme wird sein, einen Goodie zu finden. Hallo? Warum ist hier nichts? Da muss ich nicht hin. Ja, das merke ich gerade. Hä? Bin ich zu weit seitlich gewesen? Was? Was zur Hölle? Ich wollte doch nur... Boah, dieser Ladebildschirm, ne? Ja, aua. Aber ich... Okay, ich war auf jeden Fall zu weit weg. Upsi! Mein Fehler. Gebe ich zu. Es war mein Fehler. Ich gebe es zu. Aufrichtig gebe ich es zu. Ich bin viel zu weit seitlich abgedriftet. Alter. Wuhuhu, wie sie sich immer kreiselt und schwurbelt. Ihr Schwänzchen hinterher schwabbelt. Ja, jetzt darf ich aber... Jawohl, schon viel besser. Okay, ich bin nur noch hier. Geht doch. Oh, versteckte Absichten. Ach, die schon wieder. Als ich dich zuletzt sah, sahen die Dinge übel aus. Schön, dass du in Sicherheit bist. Auch wenn die Garnison Verstärkung angefordert hat, mussten sie sich am Ende zurückziehen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es kann nichts Gutes sein. Ja, was ist da nur passiert? Mysteriös. Yes! Ein Gulli-Schnulli! Wahoo! Komm, machen wir hier, ne? Schatzjagd, eieiei. Nein. Das sieht hier alles so gleich aus. Das mache ich garantiert nicht. Ist ja zum Glück nicht storyfüllend. Hi, Typ. Kriegsbeute. Darf ich dich um einen Gefallen bitten, wo wir jetzt auf derselben Seite stehen? Wir wollten gerade ein paar Vorräte von der Garnison stehlen. Könntest du uns helfen? Falls nicht, tu einfach so, als hätten wir nie geredet. Aber wir brauchen die Vorräte für Elgonas hungrige Kinder. Ich weiß, dass Stehlen falsch ist, aber ich werde es tun, wegen der Kinder. Prima! Ich erkläre dir später alles. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Lass mich nicht doof den Ladebildschirm genießen. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Wollte ich als letzte Amtshandlung nicht den Gulli finden? Ist ja egal, komm, machen wir noch eine Nebenmission. Dann haben wir alle Nebenmissionen durch. Oh yeah, Mann. Wir haben auch das passende Kostüm an. Wir holen die Vorräte aus Fort Bismalia. Was soll ich damit tun?
Während die anderen die Soldaten ablenken, schleichst du dich vorsichtig hinein. Wenn du diese Kisten mit den Vorräten findest, wirf sie über Bord. Das kann ich gut! Den Rest erledigen wir. Wir halten dich über Funk auf dem Laufenden. Hier, nimm das. Okay. Na schön, dann los! Schwarze Katze, du bist dran. Schwarze Katze, soll das etwa mein Codename sein? Passt perfekt! Hey, ich bin perfekt. Ich habe das perfekte Dress an. Mit Ausschnitt. Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel. Tausend ist er hier. Komm, schwarze Katze. Ich bin auf der Bismalia. Verstanden. Dann kann die Operation beginnen. Wenn du eine Kiste mit Vorräten findest, wirf sie über den Rand. Egal auf welcher Seite. Solange du sie über Bord wirfst, können wir sie auffangen. Aber pass auf, dass dich die Wachen nicht erwischen. Wenn du in der Luft herumfliegst, erregst du zu viel Aufmerksamkeit. Ich pass auf. Vorratsbeschaffung. Schnappe dir Vorratskisten und wirf sie von der Bismalia, ohne von den Soldaten gesehen zu werden. Während du in Deckung bist, ist die Reichweite deines Stasi-Feldes begrenzt. Geh also nah an deine Kiste heran, bevor du sie mit deinem Stasi-Feld greifst. Vorratsbeschaffung. Sehen oder hören die Soldaten dich, steigt ihre Alarmstufe. Lauf weg und verstecke dich, bis sie wieder sinkt. Erreicht die Alarmstufe der Soldaten ihr Maximum, haben sie dich entdeckt. Schalte die Wachen aus, bevor sie Alarm schlagen können. Schaltest du zu viel aus, erhöht sich die Patrouillen. Aber voll scheiße. So viel. Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Okay, ich versuche vorsichtig zu sein. Sauber, eines kaputt gegangen. Läuft. Was war das? Das war Vorrat mit ein bisschen Müll. Die schwarze Katze macht das schon, keine Panik. Alles gut, alles gut, Junge, alles gut. Nichts zu melden. Wo ist der Penner? Da ist der Penner. Okay. Ich schleiche mich mal hier so ein bisschen ganz gekonnt sneaky vorbei. Schön, dass alles so übersichtlich ist. Aber das werden wir schon schaffen. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Sie werden uns nicht finden. Genau so wird's gemacht. Okay, da komme ich nicht. Da komme ich gar nicht durch. Verdammte Scheiße. Dreh dich um. Okay. Ich bin niemand. Wer bist du? Niemand. Lass mich in Ruhe. Hab ich fast zu spät realisiert, dass er... Hab's mir wohl eingebildet. Ja, hast du. Hab's fast zu spät gemerkt, dass er mich gesehen hat. Die Soldaten sind echte Profis, möchte ich nur mal anmerken. Ich find's toll, dass die Kisten manchmal einfach zerstellen. Was war das? Ware. Was denn sonst, Mann? Honk. Ich weiß, was ich tue.
Okay, hier ist nichts. Draußen fährt wieder irgend so ein scheiß Lastwagen vorbei. Deswegen quatsche ich einfach mal darüber, dass da einer vorbeifährt, damit ich das hier irgendwie shiften kann. Stehst du umschiften? Einfach mal alles schmeißen. Bleib mal locker! Der Müll war halt dazwischen, da kann ich auch nichts für. Sei froh, dass ich dir überhaupt helfe. Ich bin niemand. Nichts zu melden. Die haben alle extrem schlechte Augen, möchte ich nur mal anmerken. Okay, das haben wir. Schön, wie die Schraddelkisten immer kaputt gehen. Okay. Da patrouilliert jemand. Jetzt geht er wieder zurück. Ja, 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 keine Sorge, keine Sorge. Hier ist niemand alarmiert. Hier ist rein niemand. Hier ist gar niemand alarmiert, damit es klar ist. Sie werden seine Leiche zu spät finden, da bin ich fest von überzeugt. Okay. Machen das gut. Wir mussten bisher nur einmal Gewalt anwenden und das fast total freiwillig. Boah, das haben wir, da muss ich die ausschalten, oder? Oder auch nicht. Schade, er kommt zurück. Hier ist niemand. Das willst du nur ein. Du hast gesoffen. Ja, hab ich jetzt erschrocken, weil er immer rumbrüllt, ey. Ja, gib mir die Schraddelkisten. Dass dir nicht auffällt, dass dir auf einmal die Klamotten fehlen, das ist schon... Hallo? Boah, diese scheiß Kamera, ne? Das ist schon manchmal sehr komisch. So, vier Stück noch, dann haben wir's. So, mehr als nötig. Komm, schwarze Katze! Alles klar? Wir haben genug Erz. Sieh zu, dass du unbemerkt entkommst. Okay, ich... Moment, wie war das? Entkommen? Okay, wahrscheinlich wurden die entdeckt. Läuft! Ah, super, Fettmoppel. Die Garnison weiß, dass ich hier bin. Wir bringen das Boot an einen Ort, wo es kaum Patrouillen gibt. Versuche uns ungesehen zu erreichen. Halte dich vom Himmel fern, sonst pusten sie dich mit Kanonen weg. Alles klar. Dann komme von der Bismania.
Ich bemühe mich. Ja, läuft. Okay. Alter! Meine Fresse, was sollte das denn? Wie soll man denn unbemerkt wegkommen, wenn die alle auf einen schießen, ey? Ja. Okay, unbemerkt wegkommen geht nicht. Ich muss sie wahrscheinlich ausschalten. Ja, komm, das überspringen wir. Kennen wir schon. Oh, ich habe das ganze Ding hier auseinandergenommen. Okay, weißt du was, ich baller mir den Weg einfach frei, ist mir egal. Okay. Ist das bescheuert, ey. Ich dachte, die sind jetzt alarmiert und suchen uns, wir müssen dran vorbeischleichen, aber das ist ja jetzt übertrieben. Voll gewalttätig, ey. Ist vor einmal gestorben. Wir haben es geschafft! Jawoll! Dank dir war unsere Operation ein voller Erfolg. Hier ist dein Anteil. Schon gut, er sollte an jemanden in Algoda gehen, der ihn nötiger braucht. Du hast recht, Cat. Wir können von dir echt eine Menge lernen. Du hast uns an etwas erinnert, das wir lange vergessen hatten. Was denn? Vertrauen. Wenn du unsere Hilfe brauchst, kannst du auf uns zählen. Ich werde daran denken. Und ihr seid übrigens auch schwer in Ordnung. Ja, Mann. Wir haben einfach ein gutes Herz. Oh yeah. Eine Miau-Geste? Eine Miau-Geste. Das war nicht Raven. Oh Mann. Zunge raus. Okay. Ist jetzt ein bisschen sehr albern. Lassen wir einfach mal. So, dann würde ich mal sagen. Ja, schön, dass wir alle so richtig versteckter Sonic 1000 sind. Ah, cool. Okay, wahrscheinlich kommen wir immer nur zum Versteck. Verstecknopf. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, genau, so. Dann wollte ich hier hin. Dann wollte ich da hin. Dann wollte ich die Aufnahme beenden. Ich muss rendern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir die Hauptstory vorantreiben. Also die Nebenmission ging jetzt schneller, als ich erwartet habe. Wenn ich an diese an die erste Fotomission denke mit dem Paparazzo. Boah, das war ein bisschen nervig am Ende. Weil das ein bisschen scheiße gemacht war, muss man einfach mal sagen. Das war schon nervig, aber egal, wir haben es geschafft damals. Und ja, es ging jetzt relativ fix, was ich gut finde. Deswegen können wir in der nächsten Aufnahme mit der Hauptstory weitermachen, worauf ich mich sehr freue. Die Hauptstory ist nämlich geil. In dem Sinne, Arrivederci, mein kleiner Makaronis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.